Ich hatte günstige Flüge mit Wizz Air gebucht, weil diese perfekt in unsere Planung reinpassten. Wir wollten Mittwoch nach Island fliegen. Donnerstag, Freitag wäre dann die Konferenz gewesen und danach hätten wir Sightseeing gemacht und wären dann mittwochs wieder zurückgeflogen. Leider hat Wizz Air die Mittwochsflüge gestrichen und so haben wir dann entschieden, 2 Tage vorher nach Island zu reisen und haben dann 2 Tage übernachtet in der Aurora Lounge in Völsungur im Süden von Island und hatten Zeit, diese fantastische Landschaft intensiver uns anzuschauen und mussten nicht so durchhetzen. Das war wunderbar. Außerdem gab es noch eine Herausforderung mit dem Mietwagen, den ich günstig auch schon frühzeitig gebucht hatte, weil die Buchungslage schlecht war, hat die Mietwagengesellschaft gesagt, ja, es kostet gleich 60% mehr. Und dann habe ich gesagt, okay, dann nehme ich gleich einen Four-Wheel-Drive Suzuki. Das hat sich sehr bewährt, weil wir, wie ihr auch gleich sehen werdet, ein bisschen dann auf den Schotterpisten fahren konnten und das Inland der Insel sehr schön erkunden konnten. Viel Spaß bei den Bildern. Es ging dann durch ein Tal, das durch einen Gletscherfluss gebildet wird. Man sieht hier auf der rechten Seite den Fluss und im Hintergrund den Gletscher. Und wir sind dann eben eine ganze Weile auf dieser Schotterstraße durch die fantastische Landschaft gefahren, mussten auch ein bisschen durch Wasserfurte fahren und dann, als es dann zu wild wurde, sind wir nicht weitergefahren, weil man, es wäre vielleicht gegangen, aber die Wassermassen nehmen im Laufe des Tages zu. Das war um 9 Uhr oder 10 Uhr, als wir da gefahren sind. Und dass dort Fahrzeuge dann hängen bleiben oder verschüttet werden. Und das am ersten Tag des Urlaubs muss das ja nicht unbedingt sein. Da sieht man eine Brücke, die uns unterstützt und auch ein Fahrzeug mit ganz großen Reifen, das uns überholt hatte. Die können dann natürlich durch den Fluss und den Flöten ohne Bedenken fahren. Nach dem Ausflug in den einsamen Naturpark ging es dann zu einer der Hauptattraktionen von Island, nämlich dem Wasserfall Seljalandsfoss, wie ihr vorhin auch schon gesehen habt. Es gibt einen zweiten Wasserfall, den sieht man dann danach. Wir hatten Glück, dass wir ein Zeitfenster erwischt haben, wo nicht ganz so viele Touristen da waren, aber natürlich deutlich mehr als vorher, wo wir praktisch alleine waren. Ja, und dann ging es zum vierten und letzten Wasserfall des
Tages, zumindest von den großen. Ansonsten sieht man entlang des Weges ganz, ganz viele kleinere Wasserfälle. Der Skogafoss heißt und beeindruckt, weil eben hier, man sieht schon relativ viel Wassermassen runtergehen und man sehr schön entlang des Tals spazieren gehen kann und dann zu den weiter obergelegenen Fällen kommt und von jedem Punkt wunderschöne Ausblicke hier in die Weite der Landschaft hat. Neben den fantastischen Landschaften haben wir natürlich auch die Fauna und die Flora genossen. Und hier sieht man die fantastischen Vögel, überall viele Vögel. Wir sind jetzt nun nicht die großen Birdwatcher, aber haben das sehr genossen, so nah bei den Vögeln zu sein, so viele Vögel zu sehen in ihrer Umgebung. Und natürlich auch, das wird man in einer nächsten Folge sehen, Whale-Watching. Das war ganz beeindruckend. Ich habe noch nie so nah Wale gesehen und ich habe schon einige gesehen. Die vier Wasserfälle waren genug und so ging es erstmal zu diesem wunderschönen Gletscher und Gletschersee, den ihr hier seht. Das Schwarze ist natürlich Vulkanasche, der aber den Gletscher schützt, weil natürlich vor der Sonneneinstrahlung geschützt. Und man kann dort wunderschön hingehen, die Eisberge schwimmen auf diesem Gletschersee. Man kann auf dem Gletschern auch Eisklettern machen, davon haben wir aber abgesehen. Nach einem ereignisreichen Tag kehrten wir glücklich zurück in unsere Aurora Lounge und genossen den Ausblick auf die Weite und die umliegenden Berge. Ja, am nächsten Tag, gestärkt durch ein gutes Frühstück, ging es dann in Richtung Landesinnere, hier durch schöne Täler, Schotterstraßen und zu einem fantastischen Wasserfall. Ja, von Weitem kann man nur erahnen, dass dort zwei Wasserfälle sind, aber ihr werdet gleich sehen, wenn wir näher kommen, die sind wirklich fantastisch. Ja, hier sieht man schon, wie sich das Wasser weiter den Weg in das Tal bahnt und wir folgten auch diesem Fluss nicht direkt, sondern mit einem kleinen Umweg und kamen dann zu einer fantastischen Landschaft, die geschützt ist und sehr grün war und durch eine tolle Fauna und Flora sich auszeichnete. Und in Anschluss besichtigten wir noch einen der ersten Wikingerhöfe auf Island. Ja.
Auf den Rückweg besichtigten wir noch einen der wunderschönen bunten Kraterseen, den ihr hier seht, und ein Fischermuseum. Außerdem aßen wir die besten Island-Garnelen, die man sich vorstellen kann. Alessandra war total begeistert.